Sendeverantwortung: Katharina Kirch, offener Kanal Merseburg Querfurt e.V. 2016. Thema: Der 14. Internationale MPS-Kongress 2016. Ich besuchte vom 14.06. bis 17.06.2016 mit meinem Kamerateam den 14. Internationalen MPS-Kongress. Dieser fand im Maritimhotel in Bonn statt. Mir begegneten unheimlich viele interessante Menschen. Um genau zu sein, waren wir 1056 Teilnehmer aus 52 Ländern, wie zum Beispiel USA, Großbritannien, Spanien und Brasilien. Der MPS-Kongress ermöglichte uns Patienten, Patientenfamilien, Medizinern und Forschern weltweit unsere Erfahrungen miteinander auszutauschen. Als erstes sah ich mich in den großen Veranstaltungsräumen etwas um. Im Foyer entdeckte ich auch gleich ein schönes Foto von mir. Ich selbst leide auch an der seltenen Stoffwechselerkrankung Mucopolysaccharidose, abgekürzt MPS. Während meines Rundganges traf ich Bianca, die ich schon seit vielen Jahren kenne. In einem Interview erzählte sie mir über ihr Leben mit MPS. Ich bin Bianca, ich bin 42 Jahre alt und habe Mucopolysaccharidose Typ 6. Und ich wohne mit meinem Mann und meinen Haustieren in einer schönen kleinen Wohnung. Wie meisterst du trotz deiner Erkrankung mit MPS deinen Alltag? Ich meistere meinen Alltag so, dass ich ziemlich gut organisiert bin. Ich wäge ab, wo ich Unterstützung brauche und wo nicht, und beschaffe dann rechtzeitig die richtigen Hilfsmittel oder bitte die Leute, die mir helfen können, um Hilfe. Kannst du uns kurz erzählen, wie geht die Gesellschaft eigentlich mit deiner Behinderung? Also die Gesellschaft, die geht recht unterschiedlich mit meinen Einschränkungen um oder auch mit meinem Aussehen. Es gibt freundliche und interessierte Menschen, die ich gerne aufkläre oder denen was erzähle. Da sehe ich mich dann auch in so einer Funktion, für unsere seltene Erkrankung eine Öffentlichkeit zu schaffen. Und dann gibt es die unangenehmen Erlebnisse, wo die Menschen wirklich frech und penetrant sind. Da wird dann ewig gestarrt, teilweise wird man noch beschimpft. Und wenn man nicht so einen guten Tag hat und man ist nicht alleine, es sind Freunde dabei oder Freundinnen, dann zieht einen das noch mehr runter, weil die ja dann auch noch betroffen sind. Das kann ich dann gar nicht verstehen. Wie reagierst du dann darauf? Ist das für dich ein Riesenproblem oder sagst du, ich verkrafte das einigermaßen? Das ist sehr tagesformabhängig. Wenn ich gut drauf bin und jemand ist ziemlich frech und unanständig zu mir, dann habe ich oft einen guten Spruch parat. Und wenn die Leute mich freundlich und nett ansprechen, dann ist es egal, wie meine Tagesform ist. Also da habe ich so irgendwie keine Probleme, die kläre ich wirklich sehr gerne auf. Da
damit wir eine Öffentlichkeit bekommen mit unserer seltenen Erkrankung. Nach meinem Gespräch mit Bianca machte ich mich auf den Weg zu dem Workshop Perspektiven für ein Leben mit MPS von Erwachsenen. Dort erzählten 6 Betroffene aus ihrem Leben und ihrem Engagement für mehr Aufklärung in der Gesellschaft. So wie ihr und mir geht es auch vielen anderen MPS-Erwachsenen auf der ganzen Welt. MPS ist eine angeborene Stoffwechselerkrankung. Je älter wir werden, umso mehr verschlechtert sich die Erkrankung. Sie ist nicht heilbar. Kurz darauf begegnete mir Professor Dr. Beck, der ebenfalls bei dem Workshop war. Mein Name ist Beck, ich bin Professor für Kinderheilkunde und Genetik und beschäftige mich schon seit vielen, vielen Jahren mit dem Krankheitsbild der Mukopolysaccharidosen. Katharina Kirch und ich, wir kennen uns schon seit langer Zeit. Ich habe auch die Krankheit bei ihr festgestellt. Wie kann man Familien, die MPS betroffene Kinder haben, unterstützen? Die Hilfe bei der Betreuung von MPS-Familien fängt ja schon damit an, wenn die Diagnose gestellt wird. Die Mitteilung, dass das Kind eine Mukopolysaccharidose hat, bedeutet ja für eine Familie einen großen Schock. Und oft wird nur ein Bruchteil dessen wirklich zur Kenntnis genommen, was der Arzt den Eltern erzählt. Das heißt, die Eltern kommen in einen Schock, sie lehnen die Diagnose ab und erst nach langen Wochen und Monaten wird dann anerkannt, dass ihr Kind an einer Krankheit leidet, die progressiv fortschreitend verläuft und die Eltern stellen sich dann den Aufgaben. Neben den verschiedenen Vorträgen sammelten die Teilnehmer viele schöne und interessante Impressionen von der Veranstaltung. Für die Kinder gab es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm. Auch mit der Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Frau Dr. Leila Arasch-Gaps, unterhielt ich mich über den internationalen MPS-Kongress. Hallo, mein Name ist Leila Arasch-Gaps. Ich bin Kinderärztin an der Universitätsmedizin in Mainz in der Ambulanz für lysosomale Speichererkrankungen bzw. angeborene Stoffwechselerkrankungen Villa Metabolica. Wir sind eine Abteilung der Kinderklinik in Mainz und wir betreuen Kinder und Erwachsene mit angeborenen Stoffwechselerkrankungen. Wieso findest du es wichtig, dass es solche weltweiten Treffen gibt? Wir alle Ärzte und Schwestern und andere Professionen, die sich mit dieser Erkrankung beschäftigen, sehen, wie notwendig es ist, die Entwicklung in diesem Bereich voranzubringen, weil es sind eben seltene Erkrankungen und es sind eben sogenannte Waisenkinder der Medizin. Und deswegen ist in
lange Zeit nicht so viel passiert in der Versorgung und vor allem in der Behandlung dieser Patienten. Und damit man die Patienten behandeln kann, damit man überhaupt Therapien entwickeln kann, muss man diese Patienten regelmäßig sehen und versorgen und ihre Beschwerden und Nöte kennenlernen. Es ist deswegen sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir international zusammenarbeiten und alles, was wir über diese Erkrankungen erfahren, miteinander teilen, mit den Kollegen und Patienten, die aus anderen Ländern kommen, und auch unsere Daten zusammenfassen, weil wir nur so dann auch größere und bessere Aussagen über zum Beispiel Vorkommen von Symptomen oder über Wirkungsweise von Therapien sagen können. Außerdem ist es, sind solche internationalen Treffen auch wichtig für die Patienten selber. Ich denke, da, das kannst du noch besser beurteilen als Patient, wenn man dann sieht, ich bin nicht alleine auf der Welt mit dieser Erkrankung, und es gibt nicht nur in meinem Land, sondern auch in vielen anderen Ländern und Nationen diese Erkrankung, und alle diese Menschen haben die gleichen Probleme und die gleichen Bedürfnisse, und ich denke, dass das für viele Menschen auch hilfreich ist, wenn sie ihre Sorgen teilen können. Bei weiteren Mitmachaktionen waren alle Patienten und Patientenfamilien dazu aufgerufen, ihre Eindrücke zum Kongress kreativ festzuhalten. An den sogenannten Wunschbaum konnten Wünsche für die Zukunft angehängt werden. An einem anderen Stand konnten die Teilnehmer auf kleinen Leinwänden künstlerisch ihre Eindrücke vom Kongress darstellen. Die entstandenen kleinen Kunstwerke wurden danach zu einem großen gemeinsamen Bild zusammengesetzt. Dieses Bild wurde am Ende der Veranstaltung der Deutschen MPS-Gesellschaft geschenkt. Zuvor konnte ich mit dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Georg Schetter ein Interview führen. Mein Name ist Georg Schetter. Ich bin der erste stellvertretende Vorsitzende der Deutschen MPS-Gesellschaft und Vater von einem Sohn, der 16 und hat MPS 3a. Ja, vielleicht kurz zur MPS-Gesellschaft. Die MPS-Gesellschaft, das ist eine Selbsthilfegruppe. Die ist gegründet worden 1986 von Eltern, und Inhalt des Vereins ist es, sich um alle Belange von MPS-Patienten und deren Familien, Freunde, Angehörige zu kümmern. MPS, das ist eine sehr seltene Erkrankung, und wir unterstützen Patienten und Familien zum Beispiel bei der Suche nach Ärzten, nach Kliniken oder auch so, was es alles so im Alltag an Problemen gibt. Ein anderer Punkt ist, dass wir, weil es halt eben eine sehr seltene Erkrankung ist, dass wir versuchen, Aufmerksamkeit zu schaffen, einmal in der Öffentlichkeit, damit halt auch andere Menschen von dieser Erkrankung hören. Das andere ist aber, dass wir auch Aufmerksamkeit im Bereich der Medizin erreichen, weil diese Krankheit ist so selten, dass viele Ärzte die Erkrankung nicht kennen. Es gibt mittlerweile schon Therapien, es ist aber sehr wichtig, dass man recht frühzeitig die Diagnose stellt, sodass man mit der Therapie beginnen kann. Und ein Punkt, der auch noch sehr wichtig ist, wir sind natürlich sehr daran interessiert, dass an
allen Erkrankungen, allen MPS-Formen geforscht wird. Und insofern versuchen wir, ja, unseren Beitrag zu leisten, dass Forschung angeschoben wird. Dazu sind wir international mit anderen MPS-Gesellschaften tätig. Das heißt, wir haben uns zusammengeschlossen zu einem internationalen MPS-Netzwerk, auch schon seit vielen Jahrzehnten, und organisieren zum Beispiel hier das Symposium. Das findet alle 2 Jahre statt und dieses Jahr sind wir ungefähr 1000 Teilnehmer. Feiern auch immer ordentlich, weil wir sind eine große Familie. Damals gab es noch überhaupt keine Therapien, überhaupt nicht. So hat das begonnen. Und mittlerweile hat erstmal die Anzahl der Mitglieder zugenommen. Also gegründet wurde der Verein 86 mit 40 Mitgliedern. Und jetzt sind es 850. Also es ist schon mal so vom Verwalten ein viel größerer Aufwand. Und das andere ist, es gibt mittlerweile eine ganze Menge Therapien. Die gab es damals nicht. Es gibt, und das sieht man dieses Jahr zum Beispiel auf dieser internationalen Tagung, es gibt sehr viele neue Therapieansätze. Und wir müssen sehr viel mehr Arbeit leisten, um auch zum Beispiel diese Informationen, diese vielen, die auch gar nicht so einfach zu verstehen sind, aufzuarbeiten und den Eltern und den Patienten weiterzuleiten. Was natürlich immer bleibt, und das ist gleich geblieben, vielleicht auch ganz wichtig, ist die Familienkonferenz. Weil das ist für uns das Wichtigste, um uns zu treffen jährlich, um uns wiederzusehen, weil es sind viele Freunde, das muss man auch so sagen. Wir feiern auch immer gerne, darf man auch mal sagen. Ist immer sehr lustig. Und um halt da auch Informationen mit Ärzten auszutauschen. Die kommen auch zu den Familienkonferenzen. Wie findet man den Verein? Okay. Kennt ihn jeder? Na, das ist sicherlich ein Problem, uns bekannt zu machen. Es ist aber so, wenn man selber von der Erkrankung betroffen ist, kommt man in der Regel zu einer speziellen Einrichtung, Stoffwechselzentrum zum Beispiel, Hamburg oder Mainz oder Wiesbaden. Und dort kennt man uns. Das heißt, von dort wird oftmals der Kontakt weitergegeben. Eine andere Möglichkeit ist, wir sind natürlich im Internet vertreten und da muss ich mal scharf nachdenken, www.mps-ev.de. Und da findet man alle möglichen Angaben über den Verein, auch über die verschiedenen MPS-Formen und natürlich Adresse und Telefonnummer. Für mich war der 14. Internationale MPS-Kongress in Bonn ein tolles Erlebnis. Ich habe viele Bekannte wieder getroffen und neue Kontakte geknüpft. Es war fast faszinierend zu erfahren, wie Menschen mit MPS aus aller Welt ihr Leben meistern. Und ich war mit dabei. Thema: Der Internationale MPS-Kongress 2016. Kamera: Hanna Fohlhoffer, Franz Fiedler. Regie: Katharina Kirch. Schnitt: Katharina Kirch, Oliver Stanislowski. Kommentar: Katharina Kirch. Interview: Frau Dr. Med. Leila Arash-Kaps, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin. Frau Bianca Bamberg, MPS-Betroffene. Herr Professor Dr. Michael Beck, Professor für Kinderheilkunde und Genetik. Herr Georg Schetter, erster stellvertretender Vorstandsvorsitzender des MPS e.V. Vor- und Abspann, Kommentar: Hanna Fohlhoffer. Vorspann: René Bojanko. Musik: Martin Burger, Adrian Stuiber, Wolfram Gugel, Alexander Glatz. Logogestaltung: Sandra Scharschmidt. Gebärdensprachdolmetscherin: Elisabeth Weikert.
ein Projekt des offenen Kanal Merseburg-Querfurt e.V. Projektförderung, Förderprogramm der Agentur für Arbeit, Arbeitsplätze für besonders betroffene, schwer behinderte Menschen bis zum 50. Lebensjahr im Land Sachsen-Anhalt. Integrationsamt des Landes Sachsen-Anhalt sowie Spenden. Vielen Dank an alle Sponsoren für ihre Unterstützung für das Projekt Behindert na und. Biomarin Pharmaceutical Inc. Rotary Club Merseburg. Verein Zurück ins Leben e.V. BMW AG Werk Leipzig. Angelika Hunger, Die Linke, Häusliche Krankenpflege, Inge Tamm, sowie viele weitere Unterstützer. Wenn auch Sie das Projekt unterstützen möchten, würden wir uns über eine Spende von Ihnen freuen. Spenden Sie an Offener Kanal Merseburg-Querfurt e.V. Stichwort Behindert na und. IBAN D E 2 8 8 0 0 5 3 7 6 2 3 3 1 0 0 1 2 2 1 1 Big N O L A D E 2 1 H A L Saale Sparkasse. Sendeverantwortung Katharina Kirch, Offener Kanal Merseburg-Querfurt e.V. 2016.